Hallo und herzlich willkommen hier zu Rock Here. Transport Fever. Ich höre auf zu rappen, keine Sorge. Wir gehen direkt noch fortsetzen und machen mal weiter hier mit Mission 2. In der Wiege der Industrialisierung qualmen die Schlote der Fabriken unentwegt vor sich hin. Die Städte starren vor Ruß. Männer, Frauen und Kinder sorgen dafür, dass die Maschinen am Laufen bleiben. Kinder auch? Das bis zu 12 Stunden am Tag ohne Pause. Das Eisenbahnnetz wird fleißig ausgebaut. Die Züge haben ihre Höchstgeschwindigkeit innerhalb weniger Jahre verdoppelt. Der Glaube an die moderne Technik ist so ungebrochen wie die Regentschaft von Königin Victoria. Okay, dann starten wir mal die Mission Brückenunglück. War so laut, ey. So, endlich ein bisschen Ruhe. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die eine Medaille einfach nicht bekommen. Ich hoffe, dass ich die noch irgendwie so kriege, aber... Was für ein ungeheuerliches Unglück, das Schottland in diesem Jahr 1880 erschüttert. Die Eisenbahnbrücke am Tay ist eingestürzt. Oh. Der Sturm riss sie entzwei und den Zug, der sie überquerte, gleich mit in die Tiefe. Da war unsere gute Königin wohl etwas vorschnell, als sie den Baumeister der Brücke zum Ritter geschlagen hat. Na, das war sie offensichtlich. Wir können das besser. Man hat uns beauftragt, etwas weiter südlich, am Firth of Forth, eine Eisenbahnbrücke zu konstruieren. Dazu ist es höchste Zeit. Die Fähre macht die Leute seekrank und der Umweg übers Festland ist lang und mühsam. Kein leichtes Unterfangen, die längste Brücke der ganzen Welt zu bauen. Und der Tidenhub von bis zu 6 Metern und die starke Gezeitenströmung machen die Sache auch nicht leichter. Hm. Immerhin wurde nun anschaulich demonstriert, wie man es nicht machen sollte. Okay, in dieser Mission können 5 Medaillen verdient werden. Rechtzeitig, bau die Brücke vor 1902. Ja, damit haben wir super Erfahrungen gemacht. Schlüssel zum Reichtum, verdiene 1 Million mit dem Transport von Werkzeugen. Okay. Geschwindigkeitsrekord, fahre mit einer Geschwindigkeit von mindestens 60 km/h über die Testbrücke. Okay. Fahre mit einer Gesamtladung von mindestens 60 Einheiten über die Testbrücke, bevor die Tests abgeschlossen sind. Okay, nicht sicher, dann müssen wir uns mal rantasten. Erfülle die Sonderwünsche des Stahlwerkinhabers und transportiere Güter mit dem Schiff. Das hört sich alles nicht mehr so einfach an wie noch in der letzten Mission. Dann verschaffen wir uns jetzt erstmal einen Überblick. Wir haben hier die Städte. Kirkcaldy oder Caldy. Edinburgh. Livingston. Falkirk. Und Dunfermline. Okay. Das sind die Städte, die hier sind. Und dann haben wir ja so einige Werke. Und zwar hier wird aus Stahl Werkzeug hergestellt. Hier wird... Eiern. Eiernohr gemeint. Also Eisen wird hier befördert. Dann haben wir hier die Steel Mill. Da wird Stahl hergestellt aus Eisen und Kohle, dürfte das sein. Und dann haben wir wahrscheinlich noch da hinten eine Kohlemine, genau. Okidoki. Und dann haben wir hier wahrscheinlich die Construction Site. Ja. Dann haben wir uns den Überblick, machen wir hier mal Mission starten. Der Einsturz der Tay-Brücke, ein Desaster zweifelsohne, hat seine Ursache allein in menschlichem Versagen. Na, eine sonst? Reihe von Konstruktionsfehlern, Ignoranz und Schlamperei. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass gusseiserne Teile zum Bau moderner Brücken nicht allzu viel taugen. Setzen wir lieber auf etwas Solideres. Stahl. Oh yeah. Sorge dafür, dass Falkirk Steel Mill Stahl produziert. Alles klar. Für die Produktion von Stahl ist Kohle und Eisenerz nötig. Transportiere diese mit einem passenden Zug von Falkirk Coal zu Livingston Iron Mine Steel Mill. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also, hier müssen wir das beides hintransportieren. Also brauchen wir hier einen Weg und hier einen Weg. Machen wir erstmal hier weiter. Hier ist auch, glaube ich, schon, das ist Schienen. Ja, das ist Schienen. Das heißt, hier können wir schon mal weitermachen. Moment, da brauchen wir aber auch noch einen Cargo-Bahnhof. Und zwar drehen wir den mal. So, das sieht doch schon gut aus. Dann einmal Schienen legen, bitte. Und zwar möglichst billig.
Ich habe irgendwie das Gefühl, je kürzer man geht, desto billiger wird's. Guck mal, gerade haben wir fast 150 oder was bezahlt und jetzt zahlen wir 30.000. Das ist crazy. Also immer kurze Stücke bauen, habe ich das Gefühl. So, und hier sehen wir, warte mal, ich mache mal gerade die Höhenlinien an. Hier sehen wir nämlich jetzt einen Berg. Und wenn wir da jetzt wahrscheinlich irgendwie durchgehen, dann haben wir so eine halbe Million los. Das heißt, wir gehen lieber außen rum. Und versuchen es so preiswert wie nur irgend möglich zu gestalten. So, jetzt kommt so ein Straßenübergang. Kann ich den einfach... Ah, ist doch perfekt. 30.000, das ist doch easy. Guck mal, wie billig das jetzt wird hier. Das ist doch schön. So, wo ist das Ding? Da. Kommen wir hier mal gerade den Bahnhof hin. Da müssen wir nur gucken, dass wir den auch ausrichten. Wovon, wo kommen wir denn hier? Wahrscheinlich muss ich hier auch außenrum am besten. Das wird wahrscheinlich 100-mal billiger sein, als hier über oder unter dem Berg durch. Das bedeutet für uns, dass wir mal... Ich würde fast sagen, dass wir es so machen, da noch eine Straße hinpflanzen. Oder? Why not? Let's try it. Guck mal, wenn ich hier jetzt... Mal erstmal eine billige Straße hier. So. Ich weiß nicht, ob der angebunden sein muss überhaupt. Aber wir machen es mal. So, dann können wir das hier noch verbinden. Okay. Und hier gehen wir jetzt mal am Berg entlang, würde ich mal behaupten. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Alter Schwede. What the fuck baut der da? Alter, das kostet 5 Millionen oder sowas. Also das kriegen wir billiger. Da bin ich mir ziemlich sicher. Schauen wir mal, wie viel wir am Ende bezahlen, wenn wir hier außen rumgehen. So. Wir sind ja clever. Wir sind ja Geldfüchse. Klar fährt er dann was länger, aber gut. Who the fuck cares? Hier geht es vielleicht ein bisschen höher, aber das ist ja noch verkraftbar. Machen wir hier mal gerade den Bahnhof. So. Was war das jetzt? Nee. Hallo? Drücke ich hier irgendwas Falsches oder was? So. Mensch, das passt doch. Guck mal hier. Wir haben anstatt 5 Millionen haben wir 300.000 bezahlt. Wie geil ist das denn? Sparfüchse. We are the Sparfüchse. So, okay. Jetzt brauchen wir natürlich ein Depot, war das, glaube ich. Wo machen wir das denn hin am besten? Ich mach das mal hier hin. So, und dann verbinden wir das einfach mal mit dem Schienennetz. Er hat das nicht verbunden, ne? Warte mal. Vielleicht lieber von hier. Ja, das, ist das verbunden? Ist nicht verbunden, oder? What the fuck? Warum macht er das denn nicht? Jetzt ist es verbunden. So. Okay, jetzt sieht's gut aus. Okay, dann brauchen wir jetzt Züge. Und zwar machen wir, glaube ich... Warte mal, wie machen wir das denn am besten? Ist ja die Frage, ne, ob hier wieder zwei Züge überhaupt fahren können. Das, wir testen es einfach, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Der fährt schneller.
machen wir den mal. Kaufen einen oder zwei? Die Frage. Auf jeden Fall brauchen wir hiervon welche. Machen wir erstmal 6. So. Dann machen wir mal eine Linie. Und zwar neue Linie. Von der Kohlemine. Also hier nach hier. So. Okay. Du machst das mal. Zack. Fehler. Halt. Was? Ja, was? Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden? Was laberst du denn jetzt? Ah! Was ist das denn hier? Hä? Hat das irgendjemand bemerkt? What the fuck? Was ist das denn für ein lächerlicher Scheiß? So, jetzt aber, oder? Das scheint jetzt zu klappen. Machen wir mal auf Play. Ah, der fährt. So, jetzt brauchen wir noch einen Zug. Am besten. So, den nochmal. Mit nochmal solchen. Oh, wieder 6. So, dann eine neue Linie. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Und zwar dieses Mal von, wo ist es? Da. Livingston West nach Falkirk Ost. So. Linie zuweisen, Linie 2. Fehler. Warum denn jetzt schon wieder nicht? Habe ich mich wieder irgendwo verbaut? Warte mal, Pause machen. Diesmal sehe ich aber keinen Fehler. Hm? Kann er den nicht anfahren wegen dieser Kurve hier? Kann das sein? Der soll er, mein Gott, der soll hier hindrehen? Das machen sie doch im Bahnhof auch. Muss ich da jetzt so ein... Versuch's erst nochmal. Linie zuweisen. Linie 2. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Sieht man denn, woran es liegt? Offenbar nicht. Was ist denn, wenn ich hier... Zunächst mal ist das hier wieder nicht connected. I see. Das ist doch dämlich. Oder? Warum connectest du das denn nicht? Warum? Ich verstehe es manchmal nicht. So. So teuer ist das jetzt auch nicht. Können wir mal machen. Einfach nur, um zu testen, ob es daran liegt. Aber er will es wieder nicht verbinden. Aha. Krümmung zu groß. Was laberst du, Alter? So. Jetzt müsstest du eigentlich dahin fahren können, oder nicht? Ha! Ich bin so clever einfach. Jetzt scheint es zu gehen. Mal gucken, ob das jetzt auch wirklich geht. Okay, wir machen mal Zeit schneller. Go, go, go. Produzieren die denn jetzt hier überhaupt auch Kohle oder was? Produktion 1. Nun.
Linienbenutzung nein, Linienbenutzung ja. Das verstehe, wer will. Aber die Produktion scheint im vollen Gang zu sein. At the moment. Wie sieht's hier aus? So. Die schaut doch gut aus. Aber wieso sind denn hier nur vier wartend und hier ist total viel Zeug? Who knows, who knows? Fünf wartend. Warum gibt es eigentlich dieses Spiel, also diese Geschwindigkeiten? Wer würde das die ganze Zeit auf normaler Geschwindigkeit spielen? Das macht doch kein Mensch, oder? Wie fährst du drin? Acht nur! Das scheint also nicht so zusammenzuhängen. Produktion 44 scheint ungleich mit diesem Ding zu sein. Sonst kann ich mir das nicht erklären. Und du? Oh, ernsthaft, du wartest jetzt worauf? Dass er jetzt hier war? Alter, nee. Pause. Pass auf. Hier ist dieses Signalding. Damit kenne ich mich leider überhaupt nicht aus. Pfadsignal wird eingesetzt, um den Schienenverkehr zu regeln. Oder Wegpunkt wird eingesetzt, um die Wegführung einer Linie zu kontrollieren. Kann hier eine Haltestelle einer Linie. Das wird mir nichts bringen. Dann brauche ich irgendwie so ein Pfadsignal. Aber ich weiß halt nicht, wo ich sowas hintun muss und was mir das bringt, es dorthin zu tun. Das ist ja das Ding. Das ist ja das Ding. Was ist zum Beispiel hier jetzt der Unterschied? Nichts eigentlich. Das müsste mal erklärt werden. Weißt du, so Zugnubbis wie mich, die können damit nichts anfangen. Ich setze es mal zu hin. Guck mal. Vielleicht kann ich jetzt noch was einstellen. Machen wir wieder Go. Passiert da jetzt irgendwas? Der fährt tatsächlich los. Der fährt auch. Was ist denn das jetzt hier? Signal Falke Nummer 1. Einbahnverkehr? Nein. Ja. Ich weiß es nicht, was das bedeutet. Einbahnverkehr? Nein. Das heißt, die fahren einfach, oder was? Und dann gucken sie, was passiert, weil das ist ja kein Einbahnverkehr. Kann das sein? Stoßen jetzt zusammen? Gibt es einen riesen Crash? Freunde der Nacht. Wir werden sehen, was jetzt passiert. Ich hoffe, der nimmt mich jetzt irgendwie den Weg hier. Zumindest mal ist Kohle als erstes da. Ich werde Ellen geladen. 11. 11 von 12. Der hat 24. Das heißt, passt mehr Kohle in ein Dings? Oh, guck mal, der wartet jetzt hier, oder was? Warum wartet er jetzt hier? Er wartet jetzt hier, bis er da ist, oder wo? Geht immer darum, wer zuerst losfährt. Ding. Jetzt müsste es aber doch fahren, oder nicht? Ja. Ha. Auf jeden Fall produzieren wir gerade Stahl. Zwei haben wir. Oh Gott, ihr wartet viel zu viel. Ich brauche, glaube ich, mehr Anhänger. Ich brauche mehr Anhänger. Kriegt jeder gleich noch drei dran, oder was? Denke ich mal. Dafür müssen die aber ins Dings, ne? So Kohle. Du sollst nur Dings laden. Ist doch auch gut. Ja, ihr braucht auf jeden Fall mehr Anhänger. Schauen wir mal, ob wir das geregelt kriegen jetzt. Wie fährt der Zug wieder zurück hier rein? Da muss er. Das geht, glaube ich, nicht. Wir werden sehen, ob ich das irgendwie hinkriege. Wir haben jetzt beide 24 geladen, oder?
Ja. Gut, gut, gut. So, warte mal, und dann will ich, dass du mal zurück ins Depot fährst. Dafür machen wir jetzt gleich mal die Zeit langsamer. Sawing! So, Moment. Ins Depot. Fehler. Kann nicht gefunden werden. Verdammter Mist. Warte mal. Kann aber gefunden werden, wenn ich hier eine Gleise einbaue. Oder etwa nicht. Langsam mache ich es raus. Ja. So, der fährt jetzt ins Depot. Er doch eigentlich, oder nicht? Hallo? Warte auf freie Wege. Oh. Mann, 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 ey. Das ist, da muss man ja... Was soll das denn alles funktionieren, ey? Da kannst du ja 100 Jahre hier erstmal irgendwie die Signale lesen, bis da irgendwann mal was passiert. So, jetzt ist der Weg frei. Auf geht's. Die Frage, wie er ins Depot kommt. Muss er ja auch so. So, wir stellen immer weiter hier Zeug her, oder was? Die Frage ist, wo steht, wie viel Zeug der hat? Im Lager. Ist auf jeden Fall einiges. 8 haben wir hergestellt. 10. Okay, es läuft. So, einmal ins Depot. Okay, du kriegst jetzt noch 3 Züge hinzu und kannst wieder fahren. Wie mache ich das? Fahr wieder. Stopp. Linie 1. Ach Gott. Kriegst du zurück? Blöd oder was? Linie. War das jetzt, das war Linie 2, ne? So. Fährt der? Fährt nicht. Alter, meine Fresse. Wo sind denn hier meine scheiß Züge? Ich verstehe es manchmal nicht. Zug 1, Zugdepot. Hä, du bist hier nicht. Das Unglück am Tai wäre nicht passiert, hätte man nur die richtigen Zahlen zur Hand gehabt. Die Ingenieure rechneten mit einer maximalen Windbelastung von 20 Pfund pro Quadratfuß. Obwohl die Franzosen 40 Pfund annehmen und die Amerikaner sogar 50. Und amerikanische Ingenieure sind nicht übermäßig vorsichtig, wie alle Welt weiß. Vertrauen wir besser nicht auf die Angaben von wem auch immer. Führen wir eigene Messungen durch. Mit Messfahrten über die Brücke am westlichen Ende des Fjords. Er fährt nicht. Er fährt. Ach, weil der. Ich vergesse es immer wieder, ne? Das mit dem bekackten Dreck, dass die Wege hier frei sein müssen. So, der fährt jetzt wieder. Alles klar. Du kriegst jetzt hier auch welche dazu. So. Und dann ab jetzt. Linie 1. Auf. So, okay, warte mal. Ein Zug mit 30 Einheiten Ladung auf der Testbrücke zum Halt bringen. Wie bitte? Die Testbrücke ist doch noch gar nicht... Ich habe jetzt eben nicht zugehört, weil ich hier mitten in der Dings war. Das Unglück zum Teil wäre nicht passiert, hätte man die richtige Masse... führe einen Belastungstest auf der Brücke bei... Ach so, hier oben, okay. Halte einen ausreichenden beladenen Zug im markierten Bereich an. Fahrzeuge können angehalten werden. Falls keine Kohle mehr akzeptiert, liefere Stahl.
So. Ja, das ist doch gut. Wir haben die gerade aufgerüstet hier. Jetzt müssen wir nur wissen, wie viel ist hier noch? Hier sind genau 31 Warten. Das ist doch gut, oder nicht? Ich hätte hier erstmal wieder hin, ne? Heb, heb. Oh, ein neues Fahrzeug ist verfügbar. Ist das gut? Wie gut ist es? Hier. Höchstgeschwindigkeit 40. Kann ich nichts mit anfangen. Kann ich gar nichts mit anfangen. Da bleiben wir bei den Alten. DR 89 Preuß. Nichts kannst du. Produziert ihr noch? Ja, perfekt, da kommt ja noch mehr dazu. Muss doch nur mal da anhalten gleich. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ganz schöner Profi in dem Spiel hier, ne? Wie ich das hier rausgefunden habe. Dem Einbahn denkst du, mein lieber Gesangsverein. So, ab. Weg damit. So, warte mal, jetzt machen wir hier langsamer. Was ist hier? Melden folgende Probleme. Versuche mehr Einheiten abzutransportieren. Wohin soll ich das denn? Na, warte mal. Ich könnte das Stahl. Hier brauchen wir Stahl. Aber das macht er nicht automatisch, oder was? Der nimmt keinen Stahl mit von hier, oder? Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich müsste der, wenn das da beordert ist, doch eigentlich auch nicht sicher. So, warte mal. Wo ist hier Zug anhalten? Hier. So. Die Stahlproduktion entwickelt sich erfreulich. Und dank der umfangreichen Daten, die mit Messfahrten erhoben wurden, kann der Bau der Brücke endlich in Angriff genommen werden. Okay. Legen wir los. Stahl zur Baustelle. Also nach hier. Das bedeutet, wir brauchen hier einen Cargobahnhof. Und zwar... Warum kostet der hier so viel? Man weiß es nicht genau. So. Kostet noch mehr. Leck mich doch am Arsch. Ja, legst du mich? Wieso bist du zu teuer? Den Groschen umdrehen. Nochmal. Ach so. Okay, dann machen wir hier mal ein Gleis. Und zwar Höhenlinie nochmal gerade rein. Fangen wir hier mal an. So. Sieht doch perfekt aus. Was ist? Warte mal, wir machen hier gerade. Alles klar. So, das heißt, das ist verbunden. Ich weiß jetzt nicht, ob wir weiterhin Stahl auch produzieren müssen, aber ich denke mal schon, wa? Das heißt, wir brauchen noch einen Zug. Zug kaufen. Ich
will jetzt echt mal wissen, warum ist der jetzt langsamer? Kostet mehr als die, oder kostet fast doppelt so viel. Hat mehr Betriebskosten? Ich verstehe es nicht. Zugkraft ist ein bisschen höher. Leistung ist halt höher. Aber wenn er dann nicht schneller ist? Also das, ich kaufe jetzt davon mal ein. Ich weiß nicht, warum ich das tue. Ich tue es jetzt einfach mal. So, kann hier der kann Stahl liefern. Ja, ne? Kann er. Kohle, Eisenerz, Stein, Getreide, Schlacke. Okay, vielleicht auch nicht. Der hier kann Stahl. Na gut, dann hätte ich fast einen Fehler gemacht. Ja, den müssen wir wahrscheinlich ziemlich lang machen. So. Na, noch mehr. So, das reicht erstmal. Okay, dann brauchen wir eine neue Linie. Und zwar von ihr nach ihr. Warum nicht gehen? Hallo? Neue Linie von ihr. Ich habe einen Fehler gemacht? Nee. So. Okay. Linie 3. Das hätten wir. Nehmen wir mal einen Zug. Wo ist der jetzt? Da. Linie zuweisen. Linie 3. Alles klar. Scheint zu funktionieren. Ach, den hier sollten wir vielleicht auch wieder losschicken. Der hier fährt wieder nicht, ne? Muss ich da vielleicht irgendwie ein Signal hin tun? Das ist so ein. Ich glaube, es wäre so einfach schön, wenn alles doppeltgleisig wäre. Ah. Hier blicke ich nicht mehr durch bei 3 Zügen und so vielen Gleisen. Kann ich aber garantieren. Hier ist auch so ein Fragezeichen. Ich traue mich nur nicht, das anzuklicken, ehrlich gesagt. Der müsste losfahren, wenn er am Bahnhof ist, oder? Ja. Nee, der fährt jetzt hier lang. Der fährt tatsächlich hier lang. Das ist doch nicht wahr. Der macht jetzt eine ganze Tour ohne, oder was? Oh, ich könnte kotzen. Das ist so richtig dämlich. Was ist denn hier? Der Besitzer des Stahlwerks ist an uns mit einer Bitte herangetreten. Er ist Teilhaber einer Reederei, doch das Geschäft läuft wegen der Eisenbahn allerdings schlecht. Er bietet uns an, sich erkenntlich zu zeigen, wenn wir Güter mit dem Schiff transportieren. Aha. Liefere mindestens 100... Warte mal. Wir liefern mindestens 100 Einheiten beliebiger Güter per Schiff. Schiffe können die gesperrten Bereiche am Wasser durchfahren. Ein guter Abnehmer für Stahl ist die Machine Factory in der Nähe von Livingston. Hier die, oder was? Ja, aber da muss ich da nicht mit dem Schiff hin. Warum kann ich da nicht mal mit dem Schiff hin? Das verstehe ich nicht. Güter per Schiff liefern. Ich kann doch hier... Warte mal, wie geht das überhaupt? So, Cargo. Wei, wei. Das ist aber teuer, oder? Wo kannst du das denn hinbauen? Da. Ja, also 200.000. Also ich hätte das jetzt hier hingebaut tatsächlich und hier unten eins hin. Mit der Construction Site, aber warum denn da? Das bringt doch nichts. Versteht das jemand? Schiffe können die gesperrten Bereiche am Wasser durchfahren.
Ein guter Abnehmer für Stahl ist Livingston Machine Factory in der Nähe von Livingston. Hä? Was labern die denn? Hier ist überhaupt kein Fluss zwischen der Stahlproduktion und dem Ding. Das ist doch kompletter Schwachsinn, oder nicht? Ich mach das jetzt so, wie ich denke. Übrigens habe ich das Gefühl, der Timer ist schon längst abgelaufen, oder? Deswegen, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ihr könnt mir mal drunter schreiben, wie das mit den Schiffen gemeint ist. Ob das so ist, wie ich gerade gesagt habe, dass ich hier einen hinbaue, dann hierhin Stahl liefere, dass der Stahl von hier nach da geliefert wird. Keine Ahnung. Schreibt mir mal drunter. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch und auf Transport Fever. Ich entdecke immer viel Neues hier. Das macht doch Spaß. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Bredi. Ciao.